Johannes Wilking. Ich bin Kreislandvorsitzender hier in Vechta. Am 17. Juni diesen Jahres machen wir hier am Tag der offenen Tür in Vechta als Antwort auf den Tag des offenen Hofes. Das ist eine landesweite Aktion des Landesverbandes hier des Landvolkes. Wir möchten ganz gerne hier natürlich die Landwirtschaft präsentieren, die Landwirtschaft, wie sie in Vechta funktioniert. Also gesellschaftliche Diskurse werden immer komplizierter auch und natürlich die Produktionsprozesse vielleicht auch immer etwas komplizierter. Insofern soll das eine Antwort auch sein, der Bevölkerung dort Möglichkeit zu geben, hier die Dinge zu hinterfragen. Als zweites wollen wir natürlich auch das Grüne Zentrum hier vorstellen mit allen Dienstleistungsangeboten, mit allen Partnern, die hier vor Ort auch zur Verfügung stehen für Fragen der Gesellschaft, aber natürlich auch für Fragen aus der Landwirtschaft. Als Zielgruppe haben wir natürlich zum einen die Gesellschaft allgemein. Es sind also alle eingeladen, auch ganz explizit, die Interesse haben an landwirtschaftlichen Fragestellungen. Aber natürlich auch unsere Mitglieder, unsere Mitgliedsbetriebe, die hier vor Ort dann auch natürlich Fragen haben, aber vielleicht auch einfach den Gastvortrag zuhören mögen oder sich hier erkundigen, wie die Dienstleistungen hier vor Ort auch stattfinden und was alles angeboten wird. Auf dem Vorplatz hier, auf dem wir uns gerade auch befinden, wird eine Bühne aufgebaut und das leibliche Wohl soll auch nicht zu kurz kommen. Es gibt was zu trinken, natürlich zu essen. Ansonsten viele, viele Partner, die hier auch vor Ort sind und die auch dort für Fragen zur Verfügung stehen und auch natürlich Antworten geben.